kennen Sie Chemtrails? Wenn Sie die nicht kennen, erfahren Sie in unserem nächsten Beitrag mehr über die Linien an Österreichs Himmel, die in letzter Zeit immer häufiger auftreten. Sie halten hier heute einen Vortrag zum Thema Chemtrail. Was versteht man darunter? Chemtrails sind sozusagen Flugzeugstreifen, die aber gegenüber den herkömmlichen Kondensstreifen komplett ein anderes Aussehen, Wirkung, Dauer auf dem Himmel hinterlassen. Dieses Wissen ist eigentlich schon sehr lange bekannt, wird aber nach wie vor von den Politikern gerne links liegen gelassen. Es gibt also sogenannte Verschwörungstheorien, die aber mittlerweile durch sehr viele Messungen, Austestungen von diesen Fallout, von den Chemtrails, die da oben versprüht werden, sind einfach Sachen bekannt, was das für eine negative Auswirkung für die Gesundheit der Menschen hat. Was sind da eigentlich die Hintergründe? Das ist eine gute und berechtigte Frage, die immer wieder gestellt wird. Der Sinn und Zweck davon ist ein sogenanntes Global Dimming. Man versucht also hier mit diesen künstlich geschaffenen Wolken die Sonneneinstrahlung entsprechend zu reduzieren, sodass also durch diese Aluminiumpartikel und das Bariumsalz, was da mit ausgesprüht wird, die UV-Strahlung der Sonne, die auf die Erde reinkommt, ganz schlicht und einfach zu reduzieren. Mit dem Hintergrundgedanke, wenn wir die sogenannten Treibhausgassituation auf der Welt durch die reduzierte Sonneneinstrahlung entsprechend mindern, dann können wir weiter so wie bisher mit unseren Öl- oder sonstigen Verbrennungsmotoren problemlos weitermachen, ohne zum Beispiel das Kyoto-Protokoll zu unterschreiben. Was kann da passieren? In Amerika ist es mittlerweile bekannt, da hat es ja schon vor längerer Zeit angefangen, dass diese sogenannten Streifen, der Fallout dieser Streifen Probleme verursacht bei Menschen, die zum Beispiel im Freien sind, wenn also diese Fasern, die man also wirklich schon sehen kann, wenn sie auf Wiesen, Sträucher, Bäume oder so runterkommen, wenn die mit der Haut Kontakt herstellen, dann entsteht ganz schlicht und einfach eine Verbindung auf der Haut und das kann zu einer entsprechend starken Hautreizung führen, speziell wenn man sie einatmet im Lungenbereich. Man kann also von Nasenbluten angefangen bis zu Keuchhusten, bis zu gröberen Problemen, Hautekzemen sozusagen die Auswirkungen beobachten und die kriegt man mit der herkömmlichen Medizin ganz schlicht und einfach nicht weg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ein schwieriges Thema, mit dem wir uns heute befassen wollen. Es ist ein trauriges Thema, wenn man denkt, dass Menschen, andere Menschen versuchen und nicht nur versuchen, sondern tatsächlich chemisch, physikalisch, radioaktiv und so weiter bestrahlen, die Gesundheit ruinieren. Und wenn wir an Kinder, Kindeskinder denken, dann wird es überhaupt eine schaurige Sache. Die Teilnehmer lauschten gespannt den Ausführungen des Umwelttechnikers und waren erschüttert über das brisante Material, das bei diesem Vortrag gezeigt wurde. Sie haben heute hier auch an diesem Vortrag zu dem Thema Chemtrails teilgenommen. Wie wichtig, glauben Sie, ist Aufklärungsarbeit zu diesem Thema? Ja, diese Aufklärungsarbeit ist absolut wichtig. Das betrifft ja die ganze Menschheit und besonders die Bevölkerung von Großstädten. Ich meine, ich habe schon ein bisschen was gewusst, aber diese Fotos sind ja fürchterlich. Besonders zum Beispiel das, wo eine Wolkendecke schon vorhanden ist, sodass der Beobachter von der Erdoberfläche aus nichts sieht als die Wolkendecke. Und drüber dampft das nur so in die Gegend, der raucht das in die Gegend hinein. Also es ist haarsträubend. Ja, ich denke, dass das schon wichtig ist, weil es speziell auf die Gesundheit geht und ich auch in dem Bereich tätig bin und ja, ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt und es ist schon im Gegensatz zu früher, ich bin ja schon jetzt mehr als ein halbes Jahrhundert auf diesem Planeten und früher waren diese Kondensstreifen von den Flugzeugen nicht so, wie das jetzt ist und da ist sicher was dahinter, es ist halt schwierig, da konkrete Informationen zu kriegen, weil das scheinbar irgendwie verhindert oder unterdrückt wird. Ja, ich denke, das ist extrem wichtig. Also ich habe das auch noch nie so in dieser Deutlichkeit gehört, also oder auch gesehen in so komprimierter Form in dem Vortrag. Ich bin zwar mit dem Thema vertraut, aber dass es diese, sage ich mal, Ausmaße schon angenommen hat, war mir auch nicht bewusst. Und ich finde es extrem wichtig, dass man da die Leute informiert und
wie gesagt, auch die Information öffentlich verbreitet. Ich finde es sehr wichtig. Ich habe mit Leuten gesprochen, die nie in den Himmel schauen und keine Ahnung davon haben. Keinen blassen Schimmer. In seiner Heimatgemeinde im Burgenland traf ich Umweltminister Nicolas Berlakovic und kontaktierte ihn mit diesem Thema. Ich bin eingeladen bei einem Vortrag, da geht es um Chemtrails. Was sagt Ihnen dieses Wort? Ich habe um Chemtrails. Chemtrails. Nicht gehört. Ich habe gestern ein Interview mit dem Bundesminister Berlakovic gehabt. Der kennt dieses Wort Chemtrail gar nicht. Was sagen Sie dazu? Das muss er sagen. Er darf's nicht zugeben. Nicht vorstellbar. Herr Minister soll sein und davon nichts anderes. Ja, würde ich sagen, dann ist er irgendwie fehl am Platze. Weil, wie gesagt, es ist an und für sich sein Job, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die Umwelt betreffen. Und wie gesagt, das ist ja ein großes Thema anscheinend schon lange und auch, wie wir gehört haben, in der Politik ja auch schon bekannt. Ja, wahrscheinlich kennt das schon, aber das ist halt die gängige Aussage von Politikern zu brisanten Themen. Das kennen sie nicht. Ich habe gestern ein Interview mit dem Bundesminister Berlakovic gehabt und der hat mir gesagt, er kennt dieses Wort Chemtrail gar nicht. Was sagen Sie dazu? Da gibt es zwei Antworten. Entweder er ist so verlogen oder er ist so blöde. Was tut es, kann ich nicht sagen. Es gibt doch nicht, dass ein Mensch, der heute so exponiert ist wie ein Minister von unserer ganzen Umwelt, dass der niemals gehört hat über Chemtrails. Ich meine, das ist erschütternd. Was für Nieten haben wir da? Ich habe gestern mit dem Bundesminister Berlakovic gesprochen, der kennt das nicht. Wie bekannt ist das in Österreich? Wenn der Herr Bundesminister jetzt mittlerweile nach ungefähr 7 Jahren noch immer sagt, er kennt diese Technologie, die Hintergründe von Chemtrails mit, dann muss ich sagen, ist er der falsche Mann am falschen Ort. Chemtrails. Nicht gehört.